Schroffe Berge, unberührte Landschaften. 2 Wochen waren wir jetzt in den Abruzzen unterwegs, doch jetzt geht's weiter ans Meer. Dort zeigen wir euch schöne Strände und interessante Spots und stellen euch 3 Campingplätze vor. Nachdem wir nun fast 2 Wochen in Italien unterwegs sind und immer autark oder zumindest frei gestanden sind, befinden wir uns jetzt zum ersten Mal auf einem offiziellen Campingplatz, so wie die meisten Italienurlaub kennen werden, direkt am Meer. Und zwar in Pescara. Pescara befindet sich zwischen Ancona und Gargano, das ist der Sporn des Stiefels unten. Und von hier aus sagen wir herzlich willkommen auf dem Videokanal von Karin und Marco. Die letzten 2 Wochen waren wir eher aktiv unterwegs. Wir haben zahlreiche Ausflüge gemacht und unter anderem auch das Corno Grande bestiegen. Den Video dazu verlinken wir euch da oben. Das war wirklich wunderschön. Jetzt die nächsten Tage möchten wir das Ganze etwas ruhiger angehen und so richtig typische Strandferien machen. Wir chillen ein paar Tage hier rum und stellen euch natürlich auch noch den Campingplatz vor. Also bleibt dran, wir halten euch auf dem Laufenden. Morgens um 8:30 Uhr und schon 28 Grad. Es gibt hier 2 Möglichkeiten, sich abzukühlen, das Meer und der Supermarkt. Und jetzt fahren wir zuerst mal in den Supermarkt. Zuerst geht es durch diesen Pinienwald, wo es schön angenehm und schattig ist zum Laufen. Vor allem geht auch ein kleines Windchen vom Meer her, das ist richtig angenehm. Mein Schrank ist bei der letzten holprigen Fahrt zusammengefallen, also die Kleiderstange hat sich aus den Halterungen gelöst, respektive die Halterung ist sogar gebrochen. Vielleicht war es die holprige Fahrt, vielleicht war es, weil ich es etwas zu viel drin hatte. Zu viel Kleider, Frauen. Jedenfalls schaue ich jetzt, ob ich da eine neue Aufhängung erhalte. Und zudem schauen wir, ob es hier einen Gasadapter gibt, Schweiz, Italien, damit man die Gasflaschen nachfüllen kann. Man sieht, hier ist gerissen. Auch arbeiten muss zwischendurch sein. Und hier draußen macht es natürlich total Spaß. Zum Wohl. Wir gönnen uns noch einen kleinen Apero am Hausstrand. Zum Wohl! Zum Wohl!
Prost! Der Campingplatz ist relativ gut gelegen, direkt am Meer. Da hinten sieht man das Meer. Allerdings auch relativ laut, weil eine Eisenbahnlinie direkt am Platz vorbeiführt und für Lärmempfindliche vielleicht nicht so geeignet. Auch die Toiletten, sanitären Anlagen dürften zwischendurch mal sauberer geputzt werden, muss dazu gesagt werden. Und die Plätze sind relativ eng, aber man wird freundlich eingewiesen und es wird einem geholfen, da das Womo hinzustellen. Bevor wir euch hier in Gargano einen der schönsten Strände von Italien zeigen, möchte ich, wie im ersten Video angekündigt, noch kurz unser neues Tool, den Gimbal, vorstellen. Wenn das Thema nicht interessiert, kann die anderthalb Minuten gerne weiterzappen und dann hinten wieder weiterschauen. Wir filmen ja meistens mit der GoPro Hero 8 Kamera und die hat schon einen elektronischen Stabilisator verbaut, aber mit einem Gimbal, sprich manuellen Stabilisator, können die Aufnahmen noch ruhiger gestaltet werden. Merkt man beispielsweise bei Verfolgungsszenen oder wenn es eine Treppe rauf oder runter geht. Gesteuert werden kann der Gimbal mit der App von OEM, wo verschiedene Einstellungen vorgenommen werden können. Oder dann auch am Gimbal selber, zum Beispiel mit dem Joystick, wo intuitiv die Kamera oder eben das Handy natürlich gesteuert werden kann. Dann gibt es verschiedene Einstellungen auch, zum Beispiel Gesichtserkennung, Verfolgungsszenen wie bei der Drohne ähnlich oder Gestensteuerung, wo man auch vom Handy her kennt und so weiter. Also coole Sache, besonders cool finde ich auch die Lebensdauer des Akkus. Der hält so lange, dass man den auch als Powerbank nutzen kann. Wenn zum Beispiel das Handy mal leer ist oder sonst ein Tool, kann man das hier wieder aufladen. Dann ist unten so ein kleines Stativ verbaut. Das kann man abschrauben und der Gimbal dann sehr klein zusammenfalten in einer Tasche. Wenn das interessiert, verlinke ich das Gerät gerne unten in der Videobeschreibung. Bereits ca. 140 Kilometer auf dieser Autobahn und die Autobahn ist gesäumt von blühenden Oleander. Es ist einfach traumhaft schön. Wir haben übrigens gerade vor Kürze noch die Provinzgrenze zu Puglia überquert. Wir sind gestern gut angekommen am Abend in Vieste. Vieste befindet sich auf der Gargano-Halbinsel ganz außen am Sporn des Stiefels. Da waren wir schon mal vor ein paar Jahren und es hat uns so gut gefallen, also damals noch nicht mit dem Wohnmobil. Und jetzt möchten wir die Gegend noch mit dem Wohnmobil ein bisschen erkunden. Das Städtchen ist sehr hübsch, es liegt ganz oben hier auf dem Felsen
und auch die Küste ist sehenswert. Die schauen wir dann auch mit dem Boot an und nehmen euch natürlich mit dann. So I take my love. Wir laufen jetzt diese Liebestreppe hoch und hoffen, dass es ein gutes Omen ist. Genau. Eine Freundin von uns würde jetzt sagen, ich habe dir doch gesagt, nimm einen Fächer mit. Zuerst die Liebestreppe und jetzt? Küssen obligatorisch, das kann ja nur gut gehen. Nachdem wir euch heute das schöne Städtchen gezeigt haben, gehen wir jetzt noch was Feines essen am Abend. Und morgen nehmen wir euch mit auf eine Bootstour entlang der wunderschönen Küste hier. Wir haben mit dem Boden diesen schönen Felsstrand angelegt und machen jetzt 40 Minuten Pause, aber es ist brutal heiß. Wir haben uns diese Felsnische ausgesucht und warten jetzt im Schatten, bis weitergeht. Leider haben wir keine Badesachen mit dabei, sonst das Meer, das würde ganz definitiv locken. Hat, glaube ich, keiner Badehosen dabei, nicht gerechnet, dass noch ein Strand geht. Ich stelle euch mal kurz noch den zweiten Campingplatz vor, am Meer. Ist auch gut gelegen, einerseits weil es sehr nahe am Dorf ist, von Vieste, also das kann man zu Fuß echt ins Dorfzentrum, und das ist natürlich schon toll, und auch direkt am Meer, allerdings führt hier noch eine Straße drüber, aber kein Problem. Strand ist schön, Campingplatz ist so durchschnittlich,
Was eher das Problem war, war die Lautstärke in der Nacht. Also da hat es überall Hunde in der Umgebung, und zwar sehr nahe und sehr viele. Die bellen da praktisch die ganze Nacht durch. Dann ging auch des Öfteren eine Sirene los, irgendwie ein Alarm. Auch das war nervig. Beim ersten Platz war es die Eisenbahnlinie und jetzt hier die Hunde und die Sirenen. Es kann ja nur noch besser werden. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben gestern von Vieste hier in diesem schönen Campingplatz gezügelt, und zwar ungefähr 10 Kilometer südlich. Wir haben diesen Platz bei unserer Bootsfahrt entdeckt und dachten, da möchten wir hin, weil es eignet sich hier hervorragend, um mit dem Kajak rauszufahren. Den Platz stelle ich danach natürlich noch vor. Es ist jetzt der dritte und vermutlich auch letzte Stopp vorerst am Meer. Nachher geht es dann wieder ins Landesinnere. So, drückt uns die Daumen, dass das noch passt mit dem Kajak rausfahren, weil zurzeit ist es etwas windig und wir genießen die Tage hier noch. Aber es ist ein sehr schöner Campingplatz, groß, sehr groß sogar, aber weitläufig. Man hat schön Platz, kann sich einen Platz aussuchen. Und ist der direkt in so einer Badebucht. Ich zeige das nachher noch. Übrigens haben wir herrlich geschlafen. Keine Hunde, die bellen, keine Sirenen, keine Partys, nichts, nur das Meeresrauschen. Und auch nicht mehr 28 Grad im Wohnmobil, weil die Kaltfront hat doch einige Abkühlung gebracht und jetzt ist es auch wieder im Womo herrlich angenehm. Das stimmt. Nachdem wir die schöne Küste mit dem Boot erkundet haben, möchten wir einen kleinen Teil davon, also eine Höhle, auch mit dem Kajak mal noch anschauen, von nahem sozusagen. Die Küste erinnert irgendwo an die Algarve in Portugal mit ihren Höhlen und Brücken und so weiter. Einfach eine andere Formation, aber erinnert irgendwie so an die Algarve. Und wieder zurück zum Camping. War eine coole Kajaktour. Wie versprochen stelle ich euch noch den Campingplatz vor. Der ist riesig im Vergleich zu den anderen, wo wir waren. Aber deswegen keineswegs schlechter. Die Parzellen sind groß und weitläufig und nicht so schematisch angeordnet. Also man hat da deutlich mehr Platz als im letzten. Und die Lage ist natürlich auch toll, direkt an diesem Strand unten, wo es zwei Zugänge gibt über die Klippen runter. With your head on your heart, please tell me.
nächsten Vlog zeigen wir euch nochmal einen schönen Stellplatz am Meer. Und wir nehmen euch mit auf die Spuren von Bud Spencer und Terence Hill. Es wird also wieder spannend und wir würden uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid und uns ein Abo dalässt. Danke fürs Zuschauen, tschüss, bye bye und ciao, ciao.